Ja, willkommen zurück zu Kirby's Nightmare. Nein, zu Kirby's Dreamland. So, die Maus ist aus dem Bild raus, alles klar. Ja, ich habe noch mal ein paar Leben erspielt und es ärgert mich ungemein, dass wenn ich nur für mich spiele und ganz konzentriert bin, das wirklich so viel besser läuft. Ich kann euch natürlich viel erzählen, aber ich denke mal, viele von euch kennen das Phänomen auch selber. Also ich habe jetzt einen feuerspuckenden Hamster. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage. So. Ah. Hier wird gesprungen. Oh, jetzt hier geht's wohl bald wieder ums Wasser, wie mir scheint. Ich hab Angst. Von dem da unten. Nein! Ich will weiter Feuer spucken und ich hoffe natürlich immer noch. Ja, ihr seht schon, ich habe eh jetzt nur noch einen Energiebalken. Ja, sage mal. Oh, ich komme hier nicht durch so. Ich weiß leider nicht, wie ich die Energie wegschmeiße, die ich gerade habe. Somit muss ich mich wohl oder übel von euch hier erstmal plätschen lassen und dann ist, glaube ich, auch der Hamster weg. Tut mir leid. Ja. Nein! Jetzt hat schon wieder das Feuer. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Kraft wegschmeißen kann. Geh weg. Okay, und jetzt kommen wir da hoffentlich drunter durch. Sehr ärgerlich. Dabei fand ich den Hamster mit dem Feuer so gut. Hier ist doch voll gefährlich im Wasser. Kannst du doch nicht mit Elektrizität spielen? Scheiße. Hat gut gestartet. Okay. Ich meine, es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man hier Game Over geht. Man startet ja dann da trotzdem immer wieder. An ganz vernünftigen Checkpoints, aber zu spät gedrückt. Dennoch möchte ich das nicht so gerne tun. Hallo. Okay. Ich wollte schon sagen. Ja, hätte ich hier mal am besten den Fisch, oder? Wir sind alle Kumpels hier. Kein Stress. So, links oder rechts? I don't know. Oder beides. Maxi Tomato. Weg mit dir. Oh oh. Au. We can do it. Scheiße. Okay, jetzt können wir es. Fick dich! Wieso? Okay, aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich das Ganze hier nachspiele, dann kenne ich die Level ja auch schon. Und dann ist das natürlich auch einfacher. Das ist ja klar. Dass man dann da besser durchkommt, ne? Das hier ist jetzt ja wieder komplett blind. Ich habe keine Ahnung, was da kommen mag. Die hätte ich wahrscheinlich besser genommen hier, hä? Tut mir leid, Tomate. Ich hätte dich gerne, aber keine Option.
Hoffentlich hätte ich den nicht gebraucht. Ganz langsam. Die haben mich erschreckt. Ja, wir kriegen viel geboten. Aber eigentlich will ich das nicht. Tja, wahrscheinlich hätten wir irgendwas davon am besten gebrauchen können. Yes. Für den Endgegner. Bevor wir den machen, möchte ich mir aber lieber wieder ein Tier holen und eine Kraft. Das finde ich sonst einfach nicht sehr praktikabel. Tut mir leid. Fishy, I choose you. Scheiße, das lief beim ersten Mal besser, als ich das machen musste. Okay, den musste ich auch gerade beim Nachspielen nochmal machen. Was heißt beim Nachspielen? Beim Looten. Und da lief er ganz gut. Jetzt habe ich so ein bisschen sein Moveset verstanden. Ist nur immer gefährlich, wenn der Sack da oben hängt. Seht ihr deshalb? Scheiße, aua, aua. Ich möchte echt ungern hier auf der Seite sein. Ist einfach zu wenig Platz, um über ihn drüber zu springen. Okay, das ist sehr gut. Immer wieder direkt Fisch und die Energy. Aber wenn ich keine Ahnung habe, wie der Endgegner hier ist, an sich ist die Taktik halt nicht schlecht, meiner Meinung nach. Aber ich speichere jetzt erstmal wieder. Save. Save. So. Bossfight oder was hier? Oh, ich hab Angst. Moment! Ach du Scheiße. Aua. Das sind zwei. Ist nicht fair. Ich habe meine Kraft nicht mehr. Oh, das wird schwierig. Hätte ich mal meine Kraft noch behalten. Scheiße. Aua. Gleich ist der Fisch weg. Und dann laden wir einfach neu. Was ist das? Oh, scheiße. Muss ich da dann in dem Schatten stehen? Ich kenne die doch nicht. Okay. Oh, geht so weiter. Na gut, wenn ich Game Over sein sollte, dann lade ich neu, okay? Man muss sich halt auch erstmal. Ja, okay, verstanden. Oh.
So schnell bin ich nicht. Oh, fuck. Okay, die sind echt schwer. Ich wurde auch schon vor denen gewarnt. Nie direkt unter der Sonne stehen. Ah! Oh, das schaffe ich nicht. Nee, keine Chance. Oh, die sind schwer. An sich ist ja... An sich sind sie ganz cool, finde ich, muss ich sagen. Aber gerade ohne Tier. Ich hätte gern Eulenboy oder so, der würde mir so ein bisschen Zuversicht geben gerade. Scheiße. Scheiße, du Wichser, ey. Die haben auch beide unterschiedliche Energielevel, ne? Ja, er hat viel mehr noch. Shit, ey. Okay, immerhin klappt das. Fuck! In dieser Runde besser. Oh nein, ey. Okay, ich will einmal neu laden. Und ich hoffe, ihr hasst mich nicht zu sehr, wenn ich das tue, aber. Ach, ich halte es für sinnvoll. So, wer von euch? Oh ja, genau, direkt. War nicht schlecht. Ach, das gibt mir Kraft. Der Fisch ist halt auch so lahm auf dem Trockenen. Spring! Schade. Wäre gut gewesen. Oh oh. Okay. Nur noch die Sonne. Ach, das sind alles Kräfte, die ich hier kriegen kann. Das wusste ich natürlich nicht. Oh, Gott sei Dank, yes. Cool. Ja, die Tricks, die man kennen muss. Und weiter geht's. So, nächste Welt. Level 6, Cloudy Park. Ja, Eulenboy. Oh.
Ja, cool. Freue ich mich. Sehr schön. Ja, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich finde, das lief nicht schlecht. Wenn man einmal weiß, wie die Gegner sind, dann ist das doch machbar. Lieben Dank. Ich bin gespannt, was der Cloudy Park für uns zu bieten hat. Tausend Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis morgen. Bye, bye.